Der Sportkamerad Daniel Scheider hat mich heute hier allein gelassen. Sie haben ihn eben schon gesehen, er schaut lieber der Badminton-Elite zu als mir. Aber beim Schaffen soll er trotzdem was. Und deswegen schalten wir jetzt wieder in die Saarbrücker Saarlandhalle zu Daniel Scheider und zu den Bitburger Badminton Open. 120.000 US-Dollar wert ist dieses Superturnier in Deutschland. Das ist das höchst dotierte inzwischen. Und wir haben wirklich klasse Spiele hier und heute schon gesehen bei diesen Badminton Bitburger Open, die nach wie vor von den Asiaten dominiert werden. Heute am dritten Tag. Marc Zwiebler, das war derjenige aus deutscher Sicht, der heute Nachmittag als erster sozusagen ran musste von den Einzelspielern. Er hatte die Chance heute gegen einen Chinesen, Lu Ji hieß der. Und am Ende ging es dann aus, wie es normalerweise ausgeht, wenn man gegen Asiaten auf diesem Niveau spielt. 21:14 und 21:13. Das Endergebnis für den deutschen Meister, der gleichzeitig Weltranglisten 16. ist. Und das zeigt schon, wie schwer sich die Deutschen hier tun gegen die internationale Klasse. Stefan Hauch fasst für Sie und für uns nochmal alles zusammen, was wichtig ist vom heutigen Tag. Achtelfinale in der Saarlandhalle mit vielen Überraschungen, unter anderem dem Ausscheiden der Nummer 1 gesetzten Französin Hong Yang-pi und, wenig überraschend, vielen Siegern aus Asien. Die deutsche Meisterin und Vorjahressiegerin Juliane Schenker aus Berlin verlor im längsten ersten Satz ihrer Karriere mit 27:29 gegen Rong Wang, eine Chinesin aus Macau. Im zweiten Satz führte dann die Weltranglisten-10. aus Berlin schon deutlich und wurde doch wieder von Rong Wang, nur 110. der Weltrangliste, wieder eingefangen. Rong Wang ließ sich auch von ihrem zeitweiligen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und nicht irritieren. Auch dann nicht, als dieser zweite Satz wie der erste in die Verlängerung ging. Und dieser Ball war noch gut. Nach dem 27:29 im ersten Satz jetzt 22:24 aus Sicht der Vorjahressiegerin Juliane Schenk raus aus dem Turnier mit der bitteren Erkenntnis. Ja, nur dass die anderen Mädels auch gutes Badminton spielen können und man natürlich als Topgesetzter auch immer in jedem Spiel 110% eigentlich gefordert ist. Und bei mir ist heute nicht alles so zusammengelaufen, wie ich es mir erwünscht hätte und darum ist die Niederlage auch so in Ordnung. Nicht alles aus deutscher Sicht ging daneben. Ihre Aufgabe gelöst haben Michael Fuchs und Birgit Overzieher in den weißen Trikots. Sie haben in der Mixed-Konkurrenz das morgige Viertelfinale erreicht. Er ist bei uns, das ist der Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Herr Heu, wie sind Sie denn zufrieden bisher mit dem Abschneiden? Das war heute kein besonders guter Tag für die Deutschen. Es ist ein bisschen schwierig, so sehr zufrieden zu sein. Wir haben zwei Top-Leute in Einzeln, Damen-Einzel und Herren-Einzel, Marc und Juliane, heute verloren. Wir haben auch unsere Top-Damen-Doppel verloren. So, es tut heute ein bisschen weh. Was macht denn die Asiaten so stark? Warum sind die fast unschlagbar? Die sind gar nicht unschlagbar, aber physisch sind die, wir nennen sie manchmal Maschinen, die arbeiten sehr lange Zeit, sehr hart und auch in einem ganz hohen Tempo. Wir haben auch die Möglichkeiten, sie zu schlagen, weil von Kreativität und Taktik haben wir oft die Chancen, die zu schlagen. Und natürlich arbeiten wir sauhart, um das unsere Fitness zu verbessern. Klar. Es gab ja noch einige, die heutige Runde überstanden haben. Wo sind denn die größten Chancen für die Deutschen, vielleicht doch noch eine Medaille oder zumindest aufs Podium zu packen? Wo würden Sie sagen? Vielleicht im Mixed? Jetzt sieht es ja ganz im Mix ganz vernünftig aus. Michael Fuchs und Birgit Overzieher hat ja einen Monat her in Amerika ein Grand Prix Gold Turnier gewonnen und sie stehen jetzt in einem Viertelfinale und haben eine ganz gute Chance. Ist denn mit diesem Turnier schon alles vorbei? Die Weltmeisterschaften haben wir ja schon hinter uns oder geht es nach dem Turnier noch weiter für euch? Gibt es internationale Meisterschaften, die noch anstehen? Da gibt es ganz viele Turniere. Das ist alles Vorbereitung. Die nächsten 6, 7 Monate hier, das ist Vorbereitung, so und so vorbereiten für Olympia-Quali. Klar, wir haben ganz viele internationale Turniere. Im Herbst geht's los. Okay, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg und natürlich uns, dass die Deutschen möglichst weit kommen. Danke, Jakob Heul. Und wir machen weiter mit den Landesjugendspielen der Behinderten. Die gab es heute in Lebach und Thomas Bramel war mit dabei. Es werden von Jahr zu Jahr mehr. Heute in Lebach 1600 junge Athletinnen und Athleten. Dabei sein zählt hier noch. Im Mittel